Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2. Remastered im New Game Plus Plus im Permadeath. Der Titel wird immer länger in der Begrüßung durch die ganzen New Game Plus Plus, Bliblablu, Ananas, erbarmungslos haben wir gehabt, jetzt am Permadeath. Dies, das Ananas, auf jeden Fall etwas, was ein bisschen blöd wieder gelaufen ist. Ihr könnt es schon im Hintergrund sehen, eine Aufnahme ist wieder verloren gegangen und nein, ich bin nicht gestorben und deswegen gibt es diese Aufnahme nicht mehr. Ich habe die Aufnahme aufgenommen und es gab halt eben einen Fehler in der Anwendung. Deswegen ist die Aufnahme leider verloren gegangen. Uns fehlt also jetzt eine Folge, wo wir vom Stadium aus, beziehungsweise im Flashback erst noch ganz am Anfang, wo die Abby-Story beginnt, in Seattle davor, wo man Salt Lake sind. Von dem Punkt aus bis hierher zu der Serovina-Basis. Es war knapp eine Stunde, ist uns verloren gegangen, kann ich nicht ändern. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich werde es auch nicht nachspielen, weil ich einfach keine Lust mehr habe. Ich bin mittlerweile jetzt an einem Punkt, wo ich eine Überdosis an The Last of Us Part 2 habe, weil ich es jetzt einfach schon dreimal hintereinander spiele. Ich will den Durchgang jetzt endlich mal hier voranbringen und auch sein Ende, dass ich mich auf andere Projekte wieder stürzen kann, dass auch einfach die Zeit dann wieder dafür da ist für andere Projekte. Und vor allem dann nochmal eventuell in Part 1 reinzugehen. Genug geplaudert, wir gehen rein. Serovina Basis, wie gesagt. Das heißt, wir kriegen jetzt gleich erstmal wieder ein Flashback. Hey Manny, warte mal! Ja, ist wie gesagt blöd gelaufen. Was meinst du? Wir sind hier seit 3 Tagen stationiert und es passiert einfach nichts. Dann solltet ihr uns wohl für die Abwechslung danken. Aber die Passage jetzt hier, Stadium bis hierher, lief alles ganz gut. Hey, hast du den Monte Cristo durch? Beinahe. Gib mir noch eine Woche. Bin fast fertig. Das wird richtig gut. Eine Woche. Wir sind hier. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Isaac. Wir beide? Ja. Dass ich mir das auch wirklich Das war glauben was könnte, dass ich mit nicht mir. gestorben bin. Irgendwas. Am Ende wird dir die Statistik angezeigt. Was ist los? Suchen wir Und dann seht ihr Isaac. ja dann auch die Tode. Wir sollten zuerst nach Dass wir Melvin. zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall 0 haben sollten. Das kann sich ja noch ändern. Wo waren die Sporen? Schießpulver. Wo ist das ganze Benzin hin? Ganz genau. Vor Monaten. Abby, jetzt musst du wohl mal dein Arsch gerettet werden. Ja, ich meine, einmal. Hoffen wir, dass wir es nie rausfinden müssen. Na, hoffentlich. Ich werde mich dafür nicht ankacken lassen. Hey, Abby. Ist Isaac da hinten? Nein, nur Karl mit den Frischlingen. Okay, danke. Ich kenne hier überhaupt keinen. Du? Abby, komm mal kurz. Ja? Wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Shit. Die schleichen sich immer wieder durch. Weißt du, wo Isaac ist? Gerade eben war er noch hier. Okay, danke. Wir schauen mal. Außerdem, was ja irgendwie ist daran schuld, außer dem Gas. Okay, die gute Nachricht, nicht ist ausgeführt. Die Schwellung sollte. Hey. Hey, Whitney. Oh, hey, Abby. Was gibt's? Weißt du, was hier vor sich geht? Schön wär's. Ein paar wurden zum Krankenhaus geschickt. Für Nachschub. Spannend. Ja, genau. Ist das Spiel gut? Echt schwer, aber wirklich gut. Hat auch coole Musik. Lass dich nicht stören. Man sieht sich. Verdammte Videospieler. Verdammte Videospieler. Na,
Sieht schlimm aus, was, Doc? Wie ist das passiert? Ist nicht so schlimm. Halt still. Ja. Ich dachte, er wäre tot. Hey, Mann. Geht's dir besser? Die Schmerzmittel wirken, also, ja. Halt durch. Was macht die Hand? Werd wohl die meisten meiner Finger behalten. Scheiße. Hey, Bruder. Man braucht ja nur drei. Oder nicht? Alter, Digga, dieser Schwung immer. Wenn man vom Teufel spricht. Hey Leute. Wie geht's dir, Menon? Nur noch ein paar Stiche und ich bin so gut wie neu. Okay Leute, ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Hey Mel. Entspann dich. Klar doch. Hey, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weggehen. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Nora, konntest du dich ausruhen? Ich werde bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. Wie geht's Mel? Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber kein Grund zur Sorge. Jemand sollte Owen Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Ich muss euch beiden was zeigen. Was ist los? Kommt mit. Gott! Sind das alles unsere? Ja, und es werden stündlich mehr. Sag nichts zu Mel, okay? Nora. Jetzt noch nicht. Komm her. Wer ist in dem Leichensack? Oh, Scheiße. Es ist Danny. Wo ist Owen? Ich weiß es nicht. Vor ein paar Tagen wurden ein paar Scars beim Yachthafen gesehen. Danny und Owen sollten nachsehen. Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück, mit einer Kugel im Bauch. Pinche Scars, hijos de puta! Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los war? Ja, ich hab's versucht. Aber er sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mel sehen. Also, sag mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. Mann! Warum hat Isaac keinen Suchtrupp für Owen losgeschickt? Vielleicht hat er und Nora weiß es nur nicht. Scheiße, das hoffe ich. Wir suchen Isaac. Er ist drin. Egal. Danke. Wen haben wir denn da? Was geht, Leute? Habt ihr Zeit für ein Spiel? Ah, geht nicht. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin. Ist klar. Man sieht sich. Das hier fehlt mir echt nicht. Scheiße. Der Gestank ist furchtbar. Nach diesem Morgen wäre ich gern mal kurz mit denen allein. Verständlich. Hey, Abby. Wir müssen hoch. Isaac ist da drin. Na. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt.
Sir, Abby und Manny sind hier. Lass sie nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Hab gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Bas? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie? Dann? Ein neuer Waffenstillstand? Aber wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will Owen. Wann kommen er und Danny zurück? War das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew, hm? Ist Owen okay? Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache Nein. auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Nein. Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Und das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Ja. Verstehe. Gut. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später. Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt, nicht wahr? Was? Nein. Abby. Nicht. Ich bin morgen früh zurück. So lange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Was? Ich mein's ehrlich, hör auf!
Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also. Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand, oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein. Mach das nicht, es ist zu hoch. Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst, ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Ich bin hier, du Arschloch. Du bist gesprungen und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich hab da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Zurück. Keine Sorge. Erst musst du das sehen. Owen. Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Vielleicht. Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Die Flucht holen. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja. Ja, die Musik, die ist halt wirklich einfach geil. Jedes Mal denke ich mir das. Die Musik haben sie in The Last of Us 1 und 2 so genial gut gemacht. Zoos. Bloß für Fische. Klappe. Sieh dir das Jungtier an. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Wir haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Hilf mir mal damit. Yep. Los. Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Ein Spinner. Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee,
aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Was wohl aus ihnen geworden ist. Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Ja, das ist jedes Mal neu gruselig. Okay, genug von diesem Boot. Na, Lust auf den restlichen Fischzug? Du meinst, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar, auf geht's. Meinst du, du kommst da durch? Hilf mir da hoch. Ja. Yep. Ja. Okay. Ach du Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. Also, wir sehen uns schnell mal um und dann... kehren wir zurück. Oh mein Gott. Wow, sieht man nicht jeden Tag. Was ist das nur für ein Ort? Wie dick ist das Glas? Da ist ein Aquarium im Boden. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Eine andere Welt, was? Ich beanspruche diesen Ort. Er gehört mir. Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ich werde abwarten, wie nett du zu mir bist. Du bist ein Arsch. Kein guter Start. Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Der Junge hier, das denke ich mir auch jedes Mal, der Bray hier in der Mitte mit der Friese, der erinnert mich irgendwie, wie hieß die Serie, Weihnachtsmann Co. und Kokagi, so glaube ich hieß das. Der eine Elfenjunge mit seinen blonden Haaren, der Typ. Ich muss irgendwie jedes Mal an den Typen denken. Wir müssen mit den anderen zurück. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Ha, dir gefällt's dir. Sei doch still. Also, wie wär's mit? Oh Gott. Ob das wohl unser Kapitän ist? Shit. Seine Kinder haben sich den Scars angeschlossen. Scheiße. Tja. Das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich versteh's einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Scars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv, aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Das ist nicht dasselbe. Ich sag ja nur... Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Aber den Fireflies würde ich halt immer sagen, die haben nicht die Kapazität gehabt an Ressourcen und auch jetzt Leuten.
glaube, da hat es halt ordentlich gemangelt. Hast du die Schlüssel? Oh ja. Hätten sie die Stärke gehabt von den Wolves und auch die Ressourcen, dann wäre das bestimmt auch alles ganz anders so ausgegangen. Dann hätte Joel auch nicht die alle töten können. Das wären dann einfach zu viele gewesen. Generell, wenn wir überlegen, Salt Lake, das Krankenhaus, das war ja echt eigentlich nicht gut bewacht, ne? Das waren echt nicht viele Fireflies. Anders als wer denkt damit, dass man, sagen wir mal, 100 Fireflies, ich weiß nicht, ich grobe Schätzung, 100 Fireflies in diesem Krankenhaus. Mit die noch übrig geblieben sind, die man nicht gesehen hat. Wer rechnet damit, dass ein einziger fast alle töten tut? Muss man halt auch so wieder denken, ne? Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Geht doch. Die haben einfach ja auch just for fun an der Leiter entlang auch überall gemalt, ne? Überhaupt nicht gefährlich. Sich das hier einfach wirklich komplett durchgezogen hat. Würde den Jungen gern kennenlernen. Ich meine, er ist ein Scar. Hast du vielleicht? Scheiße, hoffentlich nicht. Wow. Komm hier rein. Wow. Ja. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja. Ist dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Ja. Geh schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Oh, endlich wieder zurück. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Kann ich dir das ausreden? Nein. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat. Scheiß auf Danny. Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat.
Wow. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Wie du willst. Wusstest du, dass hier jemand wohnt? Oh, nein. Du hast etwas tief in mir berührt und ich werde nie wieder dieselbe sein. Du hast mich für alle anderen Männer verdorben, du Monster. Dafür sollst du mir büßen, immer und immer wieder. Das ist privat. Oh mein Gott. Das hier ist deins? Sag mal, wie viele Liebesschwestern hast du eigentlich? Okay, pardon. No hablo inglés. Hey. Danke. Hierfür? Ja, alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Komm schon, Abs. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühlen. Sieht gut aus. Na los. Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich gebe mir Mühe. Im Ernst. Pass gut auf dich auf. Bis dann. Ich muss das sagen, den Manny. Richtung Sonnenuntergang. Den mag ich ja auch mittlerweile. Und den spiele ich auch sehr gerne im No-Return-Modus. Der ist ziemlich krass drauf, Alter. Allein, dass der schon mehr Teile bekommt in No-Return, das ist echt heftig. Stinkt hier so. Aber was hier auch geil ist, hier hinten sind wir die Brücke, wo wir dann später drüber gehen. Dort gehen wir rüber. Ich weiß jetzt nicht von welcher Seite aus. Ich glaube in dem Gebäude sind wir dann. Da fliegen wir dann hier runter und dann hinter dem Gebäude ist dann irgendwo der Pool hier unten. Ich glaube so rum war's. Das ist echt lustig, dass man diese Dinger wirklich, wenn man genau hinguckt, überall sehen kann. Genauso wie das Krankenhaus zum Beispiel am Anfang. Mit Ellie und Dina. Wenn man dort frei rumlaufen tut, beim Rathaus und bei der Synagoge. Das habe ich jetzt letztens entdeckt, weil ich da nie so richtig hintergeschaut habe, out of map. Mal gucken, ob ich hier sterben werde. Ich hoffe nicht, weil jetzt habe ich wirklich Angst, permadeath und so, ja. Echt keine Lust. Oh, shit. Alles gut. So.
ja gut an. Sehr gut sogar. So, was haben wir denn hier? Da war ja eh nie was. Nope. Ja, möge sie dich führen. Ja, direkt in einen Abgrund. Sie führe dich. Diese Freaks stehen schon vor der Tür. Auf jeden Fall Messer machen. Messer sind immer wichtig, gerade wenn ich einen Klicker oder so packen tut. Kannst du dich immer safen damit. Oder auch in einem ziemlich guten Fall töten die Klicker. War's das? Ja, das war's. Meiser Deiser 3000.
Aber wir sparen das mal. Familie zu schützen, sollte man besser keinem Totenkult beitreten. Armen Schuster. Stillstand wurde gebrochen, aber ich komme zurück. Haben wir den Mist nicht hier weggeräumt? Da will jemand Sex haben. Sie ist keine gute Fee. Okay, immerhin mal eine praktische Bitte. Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Isaac. Fuck. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. So, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Wildgamer YouTube. Ciao.